gekommen aus Lenzburg und hinter mir seht ihr das wunderschöne Schloss. Ich nutze natürlich jede Gelegenheit, in einer schönen Umgebung ein Video zu machen. Und in dem Beitrag möchte ich auf die Tatsache, auf die offensichtliche Tatsache hinweisen und ein bisschen darauf eingehen, warum manche Menschen sich selbst, ihre Existenz, ihr Sein einfach genießen und auch genießen können, ohne dass noch etwas dazu muss. Und für andere ist die Existenz, das Sein, unerträglich eine Qual und sie müssen sich ununterbrochen davon ablenken. Natürlich bezieht sich Letzteres auf traumatisierte Menschen. Das hat natürlich alles seinen Grund. Und der Grund ist, dass wenn ich meine Existenz, mein Sein, dass ich einfach bin, nicht genießen kann, dann bedeutet das einfach, dass das überlagert ist. Und es ist überlagert mit Stress des Körper-Geist-Systems. Und da wir nun mal identifiziert sind mit so einem Körper, nimmt das unheimlich viel Raum ein. Das heißt, solange wir Stress, das heißt Trauma in unserem Nervensystem haben, können wir gar nicht entspannen. Das geht gar nicht, weil wir dadurch direkt den nicht integrierten Kindheitsräumen begegnen würden, was uns ohne entsprechende Ressourcen in Form von tiefen Beziehungen überfordern würde. Unser System würde das überfordern. Also müssen wir davonrennen, uns ablenken, betäuben und alle möglichen Maßnahmen ergreifen, damit wir uns selbst nicht direkt wahrnehmen. Und wie machen wir das? Wie gesagt, wir füllen den Bewusstseinsraum mit Zuständen, mit künstlichen Zuständen und mit künstlichen Inhalten. Solange ich also Trauma in meinem System habe, im Nervensystem, muss ich den leeren Bewusstseinsraum mit Inhalten und Zuständen, vor allem künstlich erzeugten, füllen. Und das sind in der Regel Umstände, Zustände, Inhalte, die den Gegenpol darstellen der nicht integrierten Kindheitsanteile. Also ich erzeuge mit dem Ablenkungsmanöver einen Gegenpol, um das, was in mir nicht gelöst ist, auszugleichen. Wenn ich also große Ohnmachtszustände nicht integriert habe, werde ich irgendwas Glorioses oder etwas, was mit Macht und Kontrolle zu tun hat, erzeugen. Einen Zustand, Umstände, Inhalte. Und so ist es einigermaßen im Gleichgewicht. Aber ich realisiere dann nicht, was und wer ich bin. Und das ist auch der Grund, warum für solche Menschen Meditation nicht funktioniert und nicht funktionieren kann. Die setzen sich hin, halten den Körper an und dann geht's los. Entweder geht die Energie in den Kopf, dann rast der Verstand, oder es werden so unangenehme Körpersymptome erzeugt, dann geht die Energie in den Körper, dass das Körper-Geist-System nicht zur Ruhe kommen kann und ich dadurch nicht in dem reinen Sein ruhen kann oder mir dessen bewusst sein kann. Und jemand anders, der nicht traumatisiert ist, der setzt sich einfach hin und wartet. Dann gibt's vielleicht noch Emotionen, Geistesbewegung, Körperzustände, bis das alles durchgelaufen ist, was sozusagen in den letzten Tagen oder Wochen meinetwegen nicht verarbeitet ist. Und dann kommt das zur Ruhe. Aber es wird nicht durch dramatische, ungelöste Kindheitszustände ununterbrochen in Aufruhr gehalten. Das kommt dann zur Ruhe. Und was passiert, wenn das Körper-Geist-System zur Ruhe kommt? Dann öffnen sich zuerst die, könnte man sagen, Chakren, die horizontalen Tore, und dann öffnet sich automatisch der Zentralkanal. Und dann realisiere ich etwas Transzendentes, könnte man sagen, was Grenzenloses, Liebe, Sein. Und da kann ich drin wie ruhen, indem ich bin, ruhen, genießen. Letztlich ist das Ekstase. Also was ist der Unterschied zwischen einem Traumatisierten und einem vielleicht Erleuchteten oder langen Meditierer? Der erste setzt sich hin und erlebt die Hölle auf Erden in seinem System und muss es abbrechen. Der zweite setzt sich hin, wartet und erlebt grenzenlose Ekstase. Auch im ersten Fall ist das
die Realität desjenigen, der sich hinsetzt. Nur wie gesagt, es ist überlagert. Es nimmt so viel Raum ein. Es nimmt so viel Raum ein, was da nicht gelöst ist. Genauso wie Körperschmerzen. Vielleicht kann man es vergleichen, wenn zwei Menschen einen Sonnenuntergang betrachten und bei dem einen ist eine lärmende Baustelle daneben oder ein stinkender Pfuhl. Dann wird eben die Aufmerksamkeit von dem Sonnenuntergang abgezogen und die Erfahrung ist nicht so schön. Aber der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist bei beiden exakt der gleiche. Sie gucken auf den gleichen Sonnenuntergang. Nur der eine ist abgelenkt, der andere nicht. Also, wie immer, erst Traumaarbeit, dann Beziehung, dann Meditation.